Leute, das war das erste BNF-Nachwuchskonzert 2009. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Und die ganzen Bands, die heute da waren, sind zu hören und zu sehen am Munich Bluegrass Festival, dem ersten Munich Bluegrass Festival mit diesem Titel, 16. und 17. Oktober, veranstaltet vom MDGF, dem Bluegrass Munich Bluegrass Friends. Vielen Dank, kommst du nach Hause. Lieber Ruppi, Ruppert Paulik bei mir hier in Oklahoma, hier beim Hofflüsterer Bernhard. Und zwar habe ich heute was ganz was Tolles erlebt. Wirklich ein super Konzert in Oklahoma, und zwar mit lauter Nachwuchsbands. Und eigentlich bist du der Initiator, wenn man es ganz genau nimmt, von dem heutigen Abend, wo so viele Leute, volles Haus hier immerhin, profitieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas hier zu veranstalten? Ja, ich habe es eingangs zur Begrüßung ja gesagt. Im Grunde genommen entspringt das meiner eigenen Erfahrung. Ich war als junger Musiker in München mehr oder weniger einsam. Habe zwar immer wieder Musiker gefunden gehabt, aber zum Beispiel niemand in meinem Alter. Also ich habe immer mit Älteren gespielt, und darum habe ich mir gedacht, also Menschen gleichen Alters möglichst in verschiedenen Generationen zusammenzubringen, um Musik zu machen, das möchte ich ermöglichen. Also ganz toll, dass du hier die Initiative ergriffen hast. Und hinter dir steht scheinbar noch irgendein Verband. Du hast den vorher jetzt gerade nochmal genannt. Richtig. Wer ist das nochmal? Bitte, genau. Sag das nochmal. Das ist, sind die Munich Bluegrass Friends. Ja. Ja. Und die Munich Bluegrass Friends haben sich entschieden, eine Initiative ins Leben zu rufen, und zwar einen Förderfonds. Das ist der Bluegrass Nachwuchs Förderfonds, BNF, kurz abgekürzt. Und die heutige Veranstaltung war im Grunde genommen das erste offizielle Nachwuchskonzert dieses BNF-Fonds. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und ist jetzt, sind da weitere Veranstaltungen geplant in der Richtung? Ja, genau. Ganz wichtig, der 16. und 17. Oktober, da haben wir einen ganz besonderen Event ins Leben gerufen, 2009. In der Nachfolge, in der Tradition schon stattgefundener Bluegrass-Festivals. In Bayern gab es schon eine ganze, in der Vergangenheit immer wieder Bluegrass-Festivals. Und das wird also ein weiteres sein, das Munich Bluegrass Festival. Ah ja, das heißt, man kann sich auf weitere Veranstaltungen dieser Art freuen. Ja, unbedingt. Da bin ich total begeistert. Wie viele Bands haben jetzt heute Abend mitgespielt? Heute waren es 5. Kannst du die Namen nochmal kurz sagen? Ja. Ja. Also die erste Band, die Kinder, das waren die Girly Band. Ja. Die zweite, noch namenlos, aber hervorragend, ist die Workshop Band gewesen. Die dritte war dann die Coolgrass, die einzige Teenie Bluegrass Band, die wir in München, wahrscheinlich in Bayern, vielleicht sogar deutschlandweit haben. Mhm. Coolgrass. Die vierte war Five Row Junction. Und die letzte Band waren die Munich Mountain Ramblers. Also absolut erstklassig. Sie haben alle ganz super gespielt. Wenn man heute Bluegrass spielen will, irgendwo muss man doch diese Instrumente lernen, weil das sind ja nicht jetzt die handelsüblichen Dinger. Was muss man machen? Wo kann ich mir so, was weiß ich, wegen meiner Mandoline, wo kann ich die lernen? Also es gibt in München ein paar Lehrer, die Bluegrass unterrichten. Ja. Also man kann durchaus für jedes Instrument einen Lehrer finden. Würdest du das auch machen? Das ist natürlich sehr zu empfehlen, weil wenn man einen Lehrer in Fleisch und Blut vor sich hat, den kann man natürlich viel besser interviewen, und vor allem kann der einem Feedback geben über das, was man sich versucht zu erarbeiten am Instrument. Wie kommen die Leute an dich? Hast du eine Homepage zum Beispiel? Ich habe, genau. Also wie lautet da die Adresse bitte? Ich unterrichte ja Mandoline, des Weiteren Gitarre, Fiddle und Kontrabass. Und man findet mich einfach im Internet unter www.mandolinenunterricht.de. Genau, genau. Und passende Gesang dazu, wo lernt man dann den? Ja, den erarbeiten wir uns in erster Linie mit den Workshops. Ja. Also wenn die Workshops-Bands zusammentreten. Robert Paulik, der heutige Abend ein voller Erfolg, kann man das sagen, durchaus, oder? Ich bin überglücklich. Dann können wir von der Redaktion Hofgeflüster dir auch nur gratulieren. Und das Oklahoma hat wieder volles Haus gehabt, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, natürlich. Vielen Dank für dieses liebe, nette Interview. Ja, danke. Weiterhin viel Erfolg. Jo, tschüss.